Heute zeige ich euch bei Google Maps dieses Feature, wann man am besten fährt, wann die besten Reisezeiten sind. Zunächst mal gehen wir auf Google Maps und ich selber plane demnächst eine Reise nach Neckarsulm. Dann sage ich, okay, also fahr mal dahin. Jetzt haben wir ja die ganz normale Fahrstrecke. Ich muss irgendwo hier hin. Ah ja, da muss ich hin. Okay. Das stimmt soweit. Neckarsulm waren wir gerade. Nochmal. Dann haben wir ja diese normale Strecke da dran. Und bei dieser Strecke, da gehen wir jetzt hin und wählen uns eine Strecke raus. Also die erste natürlich. Ne? Und jetzt kommt hier unter so ein schönes Blöcklein. Und da kann man sagen, also er soll nicht automatisch rechnen, sondern er soll sagen, hier die Uhrzeit auswählen. Und jetzt sage ich normale Verkehrslage. Und jetzt kann ich da unten nachprüfen, wie der Stau läuft. Allerdings zeigt er nur die Nebenstrecke an. Das ist insofern ein bisschen nachteilig. Normalerweise sollte sich auch hier die Zeit ändern. Heute haben wir Mittwoch. Mittwoch und ist wichtig, ob ich jetzt nachmittags oder morgens fahre. Ihr seht, da ändern sich nur die Dingstrecke, die Nebelstrecke, nicht die geplante Route. Deswegen muss man die geplante Route leider rausnehmen. Die bleibt dann trotzdem da. Dann sieht man, ob da diese Staustrecke da bleibt oder nicht. So, jetzt sieht man. Hier sieht man, dass jetzt da der Stau entsteht. Hier entsteht der Stau. Immer um 8 habe ich hier auf der Autobahn diesen Riesenstau. Das heißt, wenn ich kurz nach 8 fahre, der Stau löst sich immer erst auf um 8 Uhr um 9 endet der Stau. Das ist nur zwar stark frequentiert und morgens müsste ich fahren vor 8 Uhr. Um 6:30 Uhr fängt dann dieser Stau an. Und das gleiche ist hier eine Staustrecke. Da sieht man das auch der ganze Morgen schon. Das fängt an um 6:15 Uhr fängt die Staustrecke an, wie immer. Und sie endet um 9:15 Uhr. Also, wie gesagt, nochmal zur Wiederholung. Man wählt eine Strecke raus, die man fahren möchte. Dann geht man auf eine Strecke auf dem linken Block, auf eine auswählen. Dann erscheint dieser schöne Block da unten. Dann von der aktuellen Verkehrslage auf normale Verkehrslage gehe, auf den aktuellen Tag und dann die Strecke rauswählen. Leider, wie gesagt, wird die Hauptstrecke da diese Dings nicht neu berechnet. Zumindest habe ich sie nicht gefunden.